Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Tagesordnungspunkt 60, der Antrag der Fraktion Die Linke. Ich warte so lange, bis hier so die Murmelgruppen auf der Regierungsbank eingestellt sind übers Essen. Gut. Antrag der Fraktion Die Linke. Krieg und Krise verschlimmern die Wohnungssituation für eine Zeitenwende in der hessischen Sozial- und Wohnungspolitik. Drucksache 20/87/73. Und als erstes hat der Abgeordnete Schalauske das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Seit geraumer Zeit haben viele Menschen große Schwierigkeiten, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Seit Jahren steigen die Mieten, die Zahl der sozialen... Kleinen Augenblick. Ich möchte noch einmal um Ruhe bitten, auch wenn Sie alle Hunger haben. Aber die Stunde schaffen wir noch. Bitte. Ein bisschen motivieren. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich fange einfach noch einmal an. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Seit geraumer Zeit haben viele Menschen große Probleme, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Seit Jahren steigen die Mieten. Die Zahl der Sozialwohnungen ist massiv gesunken und stagniert, jetzt auf historisch niedrigem Niveau. Gebaut werden vor allem teure Luxus-Apartments. Mietwohnungen werden in den großen Städten umgewandelt und Menschen aus ihren angestammten Quartieren verdrängt. Es rächt sich, dass die Regierenden in Bund und Land bei der Wohnungsversorgung für mindestens zwei Jahrzehnte vor allem auf den freien Markt gesetzt haben. Das Ergebnis: für die einen hohe Profite auf der Suche nach Betongold, für die anderen die verzweifelte Suche nach einer bezahlbaren Bleibe. Und wenn wir eines gelernt haben sollten in der letzten Zeit, die Versorgung von Menschen mit bezahlbarem Wohnraum ist zu wichtig, um sie allein dem Markt zu überlassen. Wohnen darf kein Spekulationsobjekt sein, sondern ist ein Menschenrecht. Und schon vor dem Krieg, den wir jetzt erleben müssen, hat es an bezahlbaren Wohnungen gefehlt, und die schwierige Lage am Wohnungsmarkt wird nun durch den russischen Krieg in der Ukraine weiter verschärft. Und was macht die Politik? Jahr ein, Jahr aus dürfen sich Mieterinnen und Mieter anhören: Ja, Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Da gibt es ein Bauministerium beim Bund. Es werden Milliarden in den Neubau in Aussicht gestellt, auch in Hessen mit großen Zahlen hantiert, die vielleicht diejenigen, die damit hantieren, gar nicht aufschlüsseln können. Große Versprechungen werden in Hessen gemacht, und die schwarz-grüne Landesregierung suggeriert: Ja, wir haben verstanden. Aber hat sie wirklich verstanden? Schauen wir uns die Zahlen noch einmal an. Mehr als 46.000 Haushalte stehen auf Wartelisten für eine Sozialwohnung. Mehr als die Hälfte aller hessischen Mieterhaushalte, über 750.000 Haushalte, haben den Anspruch auf eine Sozialwohnung in Hessen. Allein die Zahl der Sozialwohnungen aber ist von einst über 200.000 auf nunmehr rund 80.000 gesunken. Und jetzt werden Sie einwenden, insbesondere von grüner Seite: Na ja, aber wir haben ja einen Zuwachs. Wie hoch ist denn dieser Zuwachs im letzten Jahr? Er beträgt 800 Wohnungen. Und es war die Frau Kollegin Barth, die ihn ausgerechnet hat. Das ist 1% des Bestandes, nachdem der Gesamtbestand sich vorher mehr als halbiert hat. Und das, obwohl in Hessen die Grünen seit 2014 die Verantwortung für die Wohnungspolitik tragen. Ich finde, das ist eine traurige Bilanz für eine Partei, die für sich in Anspruch nimmt, sich für bezahlbares Wohnen einzusetzen. Und unter einem grünen Wohnungsminister versagt Hessen beim Kampf gegen Wohnungskrise und Mietenwahnsinn. Und das ist bitter für all diejenigen, die davon betroffen sind. Und auch das politische Mantra, die Idee vom Bauen, 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 das hilft ja vor allem denjenigen wenig, die bereits jetzt von der Mietlast erdrückt werden. Und das, was da teuer gebaut wird, das können auch nur die wenigsten bezahlen. Wenn Sie sich das einmal anschauen wollen, gehen Sie einmal in das Frankfurter Europaviertel, schauen Sie sich das mit eigenen Augen an. Aber selbst da, wo die Politik direkte Verantwortung trägt, da versagt der grüne Wohnungsbauminister, nämlich bei der Nassauischen Heimstätte. Die schwarz-grüne Landesregierung hat sich selbst zum Ziel gesetzt, den Wohnungsbestand auf 75.000 Wohnungen zu erhöhen.
Aber wie sieht es in der Realität aus? Der Bestand stagniert bei 60.000, und das, obwohl mit den Werkswohnungen in Mittelhessen auch immerhin ein großer Bestand aufgekauft worden ist, wozu ja auch wir als Linke die Landesregierung aufgefordert hatten. Aber kein Wunder. Zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass die nassauische Heimstadt, ja Wohnstadt, auch über 6.000 Wohnungen, vor allem im ländlichen Raum, verkauft hat. Das Ergebnis kann man jetzt in Städten wie Schotten und Schwalmstadt besichtigen. Und deswegen bleiben wir dabei, der Verkauf von öffentlichen Wohnungen, der war und ist und bleibt falsch. Und auch hier muss die Landesregierung ihre Politik verändern. Aber natürlich haben die jüngsten Entwicklungen auch direkte Auswirkungen in der Wohnungspolitik. Ich meine, täglich die neuen Meldungen zu den Auswirkungen des Gasmangels. Gestern hat die Frankfurter ABG mitgeteilt, die Heizungstemperatur im Winter abzusenken, und Berlin bereitet öffentliche Wärmeräume vor. Die Preisexplosion, das muss man so sagen, lässt nicht nur Mieterinnen und Mieter mitten im Hitzesommer die Adern gefrieren. Sie fragen sich, wie sollen wir denn die sogenannte zweite Miete noch bezahlen, die Nebenkostenabrechnung. Und auch hier und dafür haben wir ja auch in dieser Plenarwoche einen Antrag vorgelegt. Hier braucht es schnelle und dauerhafte Hilfe. Einmalzahlungen reichen nicht aus. Es gibt einen dauerhaften Preisanstieg, also brauchen wir eine dauerhafte Unterstützung. Und eine weitere Dimension. 60.000 Menschen, mehr als 60.000 Menschen sind seit Beginn des Krieges aus der Ukraine vor dem Krieg geflohen und haben hier eine Zuflucht gesucht. Zum zweiten Mal nach dem Sommer der Migration haben Hessinnen und Hessen in einer überragenden Hilfsbereitschaft für die Geflüchteten gezeigt. Ohne diese Solidarität der Bevölkerung in Hessen, da hätte diese dezentrale, menschenwürdige Unterbringung auch nicht funktioniert. Und dafür gilt auch den Menschen in Hessen, die sich daran beteiligt haben, die Wohnraum zur Verfügung gestellt haben, auch unser aller Dank und Anerkennung. Und noch besser wäre es, wenn Sie von der Landesregierung noch stärker bei Ihrem Engagement auch unterstützt werden würden. Dieses kurze Panorama der Probleme zeigt, wir brauchen jetzt konkrete Maßnahmen, um dem Mietenwahnsinn den Kampf anzusagen. Und wir legen Ihnen jetzt mit unserem heutigen Antrag auch eine Reihe von Maßnahmen vor. Wir müssen die landesgesetzlichen Möglichkeiten endlich konsequenter nutzen. Das heißt, den Genehmigungsvorbehalt von Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen nach dem Baulandmobilisierungsgesetz bei bis zu 3 Wohnungen anzusetzen und nicht erst bei 6, wie es der grüne Wohnungsbauminister gemacht hat, um konkreter dagegen vorzugehen, dass bezahlbare Mietwohnungen zu Investitionsobjekten, zu Spekulationsobjekten werden. Da nutzen Sie die Möglichkeiten, die es gibt, nicht. Und auch das reicht nicht für einen grünen Wohnungsminister, meine Damen und Herren. Und es gibt andere Stellschrauben. Sie können mehr Kommunen als bisher als Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt ausweisen. Würden Sie die gleichen Kriterien anlegen wie die CSU-geführte Landesregierung in Bayern, dann würden auch Kassel, Fulda und viele andere möglicherweise wieder oder neu dazugehören. Geben Sie den hessischen Kommunen auch endlich die Instrumente, die sie brauchen, um gegen Mietpreistreiberei und gegen eine profitorientierte Stadtentwicklung vorzugehen. Das fordern auch viele Kommunalpolitiker über Parteigrenzen hinweg. Aber diese Landesregierung weiß noch nicht einmal, wie viele Milieuschutzgebiete in Hessen von den Kommunen eigentlich ausgewiesen worden sind. Auch das ein Armutszeugnis, meine Damen und Herren. Dann folgen Sie endlich den Rufen der Städte Frankfurt, Wiesbaden, Kassel, dem Ruf des Deutschen Mieterbundes, führen Sie ein Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung wieder ein. Es ist doch völlig falsch, dass in diesen Zeiten, wo Menschen in der Not sind, dass dann Wohnungen leer stehen, dass Wohnungen verfallen, während andere Menschen in Hessen obdachlos sind, in Sammelunterkünften zusammengepfercht werden oder schlicht und ergreifend einfach nur keine bezahlbare Wohnung finden. Und sorgen Sie, da wo Sie direkt Einfluss haben, bei der nassauischen Heimstätte, aber eben indirekt auch bei der GWH dafür, dass sich die Geschäftspolitik ausschließlich auf soziale Belange ausrichtet, dass diese Wohnungsbaugesellschaften dafür sorgen, dass wir bezahlbaren Wohnraum für kleine und mittlere Einkommen schaffen. Dazu gehört ein Privatisierungsstopp für öffentliche Wohnungen und aber auch eine Strategie, wie bisher verkaufte Wohnungen wieder in öffentliche
öffentliches Eigentum zurückgeführt werden. Wir brauchen mehr und nicht weniger Wohnungen bei der Nassauischen Heimstätte. Und im Übrigen gehört zu einer solchen sozialen Geschäftspolitik auch dafür zu sorgen, dass notwendige energetische Sanierungen eben nicht zulasten der Mieterinnen und Mieter gehen. Der Kampf gegen die Klimakrise, der muss warmmieten neutral sein. Und da reichen die Anstrengungen der Landesregierung eben noch nicht, meine Damen und Herren. Und sprechen Sie nicht von einer Trendwende beim sozialen Wohnungsbau, sondern machen Sie noch mehr dafür. Wir brauchen mehr öffentliche Wohnungen. Wir brauchen eine Offensive für ein Wohnungsbauprogramm für 10.000 Sozialwohnungen im Jahr, nicht morgen und auch nicht übermorgen, eigentlich schon gestern und vorgestern. Wir haben in dieser Woche die Novellierung der Gesetze zum sozialen Wohnungsbau geführt. Sie haben ein Gesetz eingebracht. Nutzen Sie jetzt die Möglichkeiten, die auch dieses Gesetz bietet. Sorgen Sie dafür, dass Bindungsfristen verlängert werden. Für uns muss gelten, einmal sozial gebaut, immer sozial gebunden. Hessen braucht öffentlich geforderte Wohnungen, meine Damen und Herren. Mit Blick auf die Zeit, unser Antrag sieht noch eine Reihe anderer konkreter Maßnahmen und Vorschläge vor. Das ist in etwa das, was wir uns vorstellen, wenn wir von einer politischen Zeitenwende für die Mieterinnen und Mieter in Hessen, für eine sozialere hessische Wohnungspolitik sprechen. Wir legen konkrete Schritte vor, wie das in dem bestehenden Rahmen funktionieren kann. Die schwarz-grüne Landesregierung versagt seit Jahren, sich dieser Probleme zu stellen. Und wir werden gemeinsam mit Gewerkschaften und mit Mietervereinen weiter dafür kämpfen, dass die Wohnungspolitik sozialer ausgestaltet wird und dass Mieterinnen und Mieter in Hessen wieder eine bezahlbare Wohnung finden können. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion bitte ich nun Frau Barth ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben diese Woche schon einmal darüber gesprochen, dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt dringend eine politische Reaktion erfordert, da sich immer weniger Menschen in Hessen Wohnen hier leisten können. Der ehemalige wohnungspolitische Sprecher der CDU und jetzige IHK-Präsident Ulrich Kaspar machte zuletzt die Rechnung auf, dass jedes Jahr 50.000 mehr Menschen in Hessen in Rente gehen, als neue Arbeitskräfte vorhanden sind, die deren Arbeitsstellen übernehmen können. Die Rentnerinnen bleiben natürlich hier wohnen. Das heißt, um unsere Wirtschaftskraft aufrechtzuerhalten, brauchen wir einen Zuzug von 50.000 zusätzlichen Arbeitskräften, und auch für die wird Wohnraum benötigt, zusätzlich zu denen, die jetzt schon vergeblich suchen. 367.000 zusätzliche Wohnungen braucht Hessen bis 2040. Der Markt wird immer enger, und folglich steigen die Preise zusätzlich zu den explodierenden Nebenkosten durch die Energiekrise. Herr Staatsminister Al-Wazir, die Wohnungsbranche schlägt seit Monaten Alarm. Den Satz, es ist 11:55 Uhr, höre ich auf jeder Veranstaltung, wo Wohnungsbau aktuell Thema ist. Beim Wohnungsbeirat der WIBank, bei Rhein-Main-Baut, in der IHK oder beim Hessischen Mietertag. Der Verband der südwestdeutschen Wohnungswirtschaft titelte Ende April, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist unter aktuellen Rahmenbedingungen, dazu gehören übrigens auch Ihre Förderbedingungen, unmöglich. Und dann, ich zitiere es noch einmal aus der gestrigen Diskussion, steht in Ihrem Gesetzentwurf zum Wohnraumfördergesetz, die Grundlagen für die soziale Wohnraumförderung in Hessen bedürfen keiner Anpassung. Da widerspreche ich Ihnen mit einem ganz lauten Doch. Und vielleicht könnte auch die AfD ihre Gespräche über andere Themen außerhalb des Raums fortsetzen. Vielen Dank. Erstens. Sie müssen die Einkommensgrenzen sowohl für Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein, weil sie sich auf dem nicht geförderten Markt nicht mehr versorgen können, aber auch für mittlere Einkommen dringend novellieren. Sie haben uns gestern erklärt, dass Sie die Anhebung der Einkommensgrenzen scheuen,
weil der Fehlbedarf dann noch weiter steigen würde. Aber das kann doch bitte kein sinnvoller politischer Ansatz sein. Und nehmen wir mal Ihre Mittelstandsförderprogramme und vergleichen die mit anderen Bundesländern. In Hessen gibt es Wohnungen für sogenannte mittlere Einkommen. Da darf man gerade einmal 19.620 € im Jahr verdienen. Ist das für Sie tatsächlich ein mittleres Einkommen? In Nordrhein-Westfalen beträgt die Einkommensgrenze schon für Sozialwohnungen mehr als das, nämlich 20.400 €. In Niedersachsen, NRW und Rheinland-Pfalz betragen die Einkommensgrenzen für mittlere Einkommen zwischen 25.000 und 27.000 €, also zwischen 25 und 35% mehr, meine Damen und Herren. Belegungsrechte. Bei uns beträgt die maximale Dauer inzwischen 25 Jahre. Bis vor Kurzem waren es noch 20. Und Sie wissen, wie mühselig es ist, solche Wohnungen zu bauen und zu erwerben. In Baden-Württemberg und NRW ist daher die maximale Dauer 30 Jahre, in Schleswig-Holstein 35, in Bayern 40 Jahre. Wenn man wirklich den großen Wurf will, dürfen Belegungsrechte gar nicht mehr auslaufen. Das ist es doch, was wir brauchen. Einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung. Natürlich, auch das steht im Antrag der LINKEN, brauchen wir endlich ein Gesetz zum Verbot von Wohnraumzweckentfremdung. Auch hier haben wir zuletzt 2019 von der SPD einen Gesetzentwurf intensiv diskutiert, bevor die Koalition entschieden hat, besser nichts zu tun. Ich sage Ihnen, wer jetzt noch mit Immobilien spekuliert oder Wohnraum fahrlässig leer stehen lässt, der gehört einfach bestraft. Und das gilt übrigens auch für Landtagsabgeordneter Herr Reul, der wieder nicht da ist. Seine Immobilie in Frankfurt, ich sage es immer wieder, seit über 15 Jahren inzwischen leerstehend. Das letzte Mal im Januar habe ich nachgeschaut. Förderprogramme. Die SPD hat Ende Mai einen umfassenden Antrag vorgelegt, wie wir mit angepassten Förderprogrammen gegen einen Stillstand beim Wohnungsbau angehen können. Auch eine Forderung des Verbands der südwestdeutschen Wohnungswirtschaft übrigens. Sie ruhen sich auf Ihrem Frankfurter Bogen aus. Seitdem ist eigentlich wohnungsbaupolitisch nichts mehr von Ihnen gekommen. Dieses fabelhafte Programm für alle Kommunen, die 30 S-Bahn-Minuten zum Frankfurter Hauptbahnhof haben, und Sie merken nicht einmal mehr, dass da kaum noch eine S-Bahn fährt, geschweige denn in 30 Minuten. Schönen Gruß aus Bad Vilbel, aus Bad Homburg, aus dem gesamten Vordertaunus. Dieses Programm sollte landesweit ausgerollt werden, damit alle Kommunen davon profitieren. Sie kündigen ein Sonderprogramm Klimabonus an, wo für besonders energieeffiziente Sozialwohnungen ein zusätzlicher Förderzuschuss von 450 € je Quadratmeter gewährt wird. Also die Beträge, die Sie in Rheinland-Pfalz sowieso pro Quadratmeter Sozialwohnung erhalten. Auch hier hängt Hessen also mal wieder hinterher. Und der Gipfel vorletzte Woche im Wirtschaftsausschuss lehnten Sie unseren Antrag zum Meister kostenfrei ab. Nicht einmal zu einer Erhöhung der Aufstiegsprämie sind Sie bereit. Da stellt sich doch die berechtigte Frage, welche Handwerker denn überhaupt in Hessen noch Wohnungen bauen sollen. Mit Ihrer Politik kommen jedenfalls keine nach. Fassen wir also zusammen. Die Konditionen Ihrer Wohnungsbauförderprogramme sind in Anbetracht der Kosten auf dem Wohnungsbau nicht mehr marktgerecht. Die Grunddarlehensbeträge müssen dringend erhöht werden, sonst können Sie damit keine Sozialwohnungen mehr bauen. Zweitens. Die Einkommensgrenzen sowohl für Sozialwohnungen als auch für Mittelstandswohnungen sind zu niedrig. Bei der aktuellen Inflation und den gestiegenen Mietkosten müssen Sie den Kreis der Anspruchsberechtigten erhöhen. Drittens. So mühsam wie es ist, Sozialwohnungen zu bauen, brauchen wir längere Belegbindung. Am besten unbefristet, wenn nicht, aber wenigstens für 30, 35 oder 40 Jahre. Viertens.
Sie müssen Rahmenbedingungen verbessern, damit überhaupt genügend Fachkräfte auf dem Bau oder im Handwerk vorhanden sind. Verbessern Sie die berufliche Bildung. Schauen Sie sich bitte auch mal Ihre Berufsschulen an. Das ist teilweise ein Trauerspiel. Und sorgen Sie für eine Gleichstellung von beruflicher und akademischer Bildung. Machen Sie den Meister kostenfrei. Und wenn Sie dann endlich noch Ihre Scheuklappen ablegen und gegen Immobilienspekulation und Wohnraumzweckentfremdung vorgehen, könnte der schwerfällige Tanker Wohnungsbau sich langsam wieder bewegen. Mit Ihrem Weiter-so, Herr Minister, fahren Sie den Karren immer weiter in den Dreck. Baugenehmigungen gehen zurück. Viele Wohnungsbauprojekte stehen derzeit vor dem Aus. Und die sich überlagernden Krisen verschärfen das Dilemma für die Wohnungswirtschaft. Hier ist jetzt Krisenmanagement gefragt. Und da gehört der Wohnungsbauminister, der Kapitän, der gehört auf die Brücke mit starken Entscheidungen. Sie werden momentan immer unsichtbarer. Steigen Sie endlich in die Diskussion ein, handeln Sie endlich. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion hat nun Herr Schulz das Wort. Verehrtes Präsidium, verehrte Kollegen, lieber Herr Schalauske, Sie und Ihre Genossen behaupten schon wieder, die Nassauische Heimstätte sei eine landeseigene Gesellschaft. Sie scheinen aus den eigenen Fehlern nicht lernen zu wollen. Ich habe schon letztes Jahr an dieser Stelle erklärt, dass das Land Hessen nur zum Teil Eigentümer der NHW ist, dass eine Vielzahl von Kommunen weitere Eigentümer sind, auf die das Land Hessen und seine Landesregierung keinen direkten Einfluss hat. Insofern kann der Landtag auch keine direkten Aufforderungen an die NHW beschließen, sondern nur die das Land Hessen vertretenen Mitglieder im Aufsichtsrat der NHW dazu auffordern, irgendetwas zu tun oder zu leisten. Aber Ihnen ist es mal wieder wichtiger, Ihre Klientelpolitik zu betreiben, als die Fakten zu beachten. Auch inhaltlich ist Ihr Antrag mal wieder genauso grundfalsch wie Ihre Behauptungen bei der Aktuellen Stunde letztes Jahr. Durch den Verkauf der Bestände der NHW wird keine einzige Wohnung vernichtet werden. Sie werden nur ihren Eigentümer wechseln. Und mit den daraus resultierenden Erlösen, liebe Genossen, kann die NHW dann sowohl ihre verbleibenden Wohnungen modernisieren als auch neue Wohnungen bauen. Beides sind Maßnahmen, denen wir als AfD ausdrücklich zustimmen, so wie dies die anderen Parteien im Landtag auch tun werden. Der neue Eigentümer wiederum muss sich genauso wie die NHW auch an Recht und Gesetz halten. Diese Gesetze in Deutschland sind extrem mieterfreundlich. Sie sind aus unserer Sicht sogar zu mieterfreundlich, denn sie sind dafür verantwortlich, dass die Eigentumsquote niedriger ist als in jedem anderen Land Europas. Und das ist der Hauptgrund für die fatale Lage auf unserem Wohnungsmarkt und kein vermeintlicher Mangel an Sozialwohnungen. Sie pochen zudem auf die Wiedereinführung eines Gesetzes gegen Leerstand und Zweckentfremdung. Schon die Ausdrucksweise ist so verlogen, dass ich kaum Worte dafür finde. Denn darüber, was ein Eigentümer mit seinem Wohnraum anstellt, was der Zweck seines Eigentums ist, hat nicht die Regierung zu entscheiden und erst recht nicht die Kommunisten von den Linken, sondern einzig und allein der Eigentümer. Denn was passiert, wenn solche Leute wie Sie über fremdes Eigentum entscheiden? Das haben wir deutlich genug an der Sowjetunion gesehen.
Dort musste man sich eine Wohnung mit seinen Eltern und mindestens einer weiteren wildfremden Familie teilen. Entwürdigende WG-Bedingungen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Das ist das Resultat der Wohnbaupolitik von Kommunisten. Und Sie können das nennen, wie Sie wollen, meinetwegen gemeinschaftliches Wohnen. Aber kein Euphemismus der Welt kann darüber hinwegtäuschen, dass Sie den Menschen kein Recht auf Privatsphäre und Eigentum gewähren wollen. Und wenn wir schon bei Euphemismen sind, dann komme ich gleich zum nächsten Themenkomplex, den Sie entweder völlig ausklammern oder aber beschönigen. Es geht um die Anspannung des hiesigen Wohnungsmarktes durch Zuzug. Sommer der Migration nennen Sie, was sich 2015 abgespielt hat. Man könnte es mit dem Afrohistoriker Michael Klonowski auch nennen Willkommensstaatsstreich oder einfach illegale Grenzöffnung. Denn diese im Alleingang beschlossene Grenzöffnung Merkels ohne Einverständnis des Innenministers und gegen das Dublin-II-Abkommen hat geltendes Recht mit Füßen getreten. Die Folge war nicht nur ein massiver Anstieg der Kriminalität mit ganz neuen Straftatbeständen, die man als braver Deutscher noch gar nicht kannte, z.B. Bahnhofschubsen oder Gruppenvergewaltigung oder Party-Event-Szenen. Sondern darüber hinaus hat diese illegale Grenzöffnung auch dafür gesorgt, die Zustände auf unserem Wohnungsmarkt nachhaltig zu verschärfen. Es wundert mich nicht, dass Sie in Ihrem Antrag versuchen, die ukrainischen Kriegsflüchtlinge einerseits und die illegalen Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten andererseits in einen Topf werfen. Für Sie, liebe Genossen, gibt es keine Unterschiede zwischen den Menschen. Das betonen Sie bei jeder Gelegenheit. Das hört sich zwar auch sehr schön an, aber realitätsnah ist das ganz sicher nicht. Besonders ein Satz in Ihrem Antragstext ist in diesem Zusammenhang hervorzuheben. Ich zitiere, es ist aktuell nicht davon auszugehen, dass die Menschen zeitnah in die Ukraine zurückkehren können oder wollen. Das zeigt Ihre völlige Ignoranz gegenüber den Belangen der Ukraine. Sie haben die Ukrainer hier wohl mit den von Ihnen geliebten außereuropäischen Wirtschaftsmigranten verwechselt. Denn die Ukrainer in Deutschland sind echte Flüchtlinge. Es sind vor allem Frauen und Kinder, da Männer zwischen 18 und 60 Jahren die Ausreise verboten ist. Es sind echte Flüchtlinge, weil sie aus einem wirklichen Grund geflohen sind und nicht einfach, weil es sich in Germany besser lebt. Und es sind echte Flüchtlinge, weil sie nicht einmal um die halbe Welt gereist sind, um an einem vorher festgesetzten Ziel anzukommen, sondern in ihre Nachbarländer fliehen. Denn die mit Abstand meisten Ukrainer haben das von Ihnen und Ihren kommunistischen Freunden immer als ach so rassistisch geschmähte Polen aufgenommen. Dort halten sich rund 10-mal mehr Ukrainer als hier auf. Und schließlich der letzte und wichtigste Grund, aus dem die Ukrainer echte Flüchtlinge sind, im Gegensatz zu den meisten männlichen afrikanischen und arabischen Wirtschaftsmigranten, werden sie hier nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag bleiben. Man muss keine Umfrage konsultieren, um zu wissen, dass die überwältigende Mehrheit dieser echten Flüchtlinge aus der Ukraine am liebsten umgehend wieder nach Hause zurückkehren würde und dass viele von ihnen gerade aus Kiew und anderen Regionen der Zentralukraine inzwischen wieder zurückgekehrt sind, seit die russischen Truppen sie von dort zurückgezogen haben. Und dasselbe wird passieren mit den Flüchtlingen aus der Ostukraine, sobald es einem Friedensschluss gekommen sein wird. Wenn Sie wirklich etwas für die Ukrainer tun wollen, und wir als AfD würden das nach Kräften unterstützen,
dann sorgen Sie endlich dafür, dass die abertausenden Ausreisepflichtigen oder nur geduldeten Wirtschaftsmigranten abgeschoben werden. Dann wird es Ukrainern umgehend leichter fallen, Wohnraum zu finden. Und wenn die Ukrainer nach dem Krieg wieder in ihre Heimat zurückkehren, werden auch die Einheimischen von diesen längst überfälligen Abschiebungen der Wirtschaftsmigranten profitieren können. Denn dann ist allen geholfen, sowohl echten Flüchtlingen als auch dem deutschen Bürger. Und zu der linken Seite des Parlaments wollte ich noch. Ich rede. Ich weiß, dass der eine oder andere Hunger hat und vielleicht die Nerven etwas angespannt sind. Bitte schenken Sie uns gegenseitig noch etwas Aufmerksamkeit. Wenn Ruhe eingekehrt ist, kann ich auch zum Schluss kommen. Ich wollte noch zur linken Seite, zu den grünen und roten Kommunisten sagen, dass wir die Ersten sind, wir die AfD, die ukrainische Flüchtlingsfamilien aufgenommen haben, bei uns zu Hause und denen ein Dach über den Kopf gegeben haben. Wir haben das geschafft, wir haben den Wohnraum gegeben. Ich frage, wie viel hier von der linken Seite mindestens eine Familie aufgenommen haben oder direkt ein Dach über den Kopf gegeben haben. Das waren wir die Immobilien, wie hieß es, die Immobiliensitzer mit akademischem Grad. Ja? Wir waren das, die den ukrainischen Flüchtlingen ein Dach über den Kopf gegeben haben. Vielen Dank. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Weiß von der SPD-Fraktion gemeldet. Frau Kollegin, liebe Kolleginnen und Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin von der Stimme ein bisschen angeschlagen, aber ich habe mich trotzdem mal gemeldet, weil das, was wir diese ganze Woche schon erlebt haben mit der AfD, in den ganzen letzten beiden Plenartagen, und das war wirklich jetzt gerade noch die Krönung. Es fällt jede Maske. Das war gerade eine 10-Minuten-Rede. Das war nichts anderes als blanker Rassismus, den Sie hier gerade abgelassen haben. Nichts anderes. Nichts anderes. Ja? Ja, die ganze Geschichte von angeblichen Grenzöffnungen der ehemaligen Bundeskanzlerin, die nie stattgefunden haben, weil die Grenze nie zu war, von kriminellen Afrikanern, von kriminellen Arabern und arabischen Männern und Flüchtlingen, die abgeschoben werden müssten und sonst wie. Herr Schulz, das war blanker Rassismus. Und das von einer Partei. Das von einer Partei, für die Stefan Ernst Werbung gemacht hat, Wahlwerbung gemacht hat. Das von einer Partei, für die, die mit ihrer Hetze im Internet aufgestachelt hat, die Mörder von Halle und von Hanau. Von so einer Partei, die genau weiß, dass Worte zu Taten führen und dass so blanker, unverhohlener Rassismus, wie hier vorgetragen, irgendwann dazu führt, dass der nächste Durchgeknallte sich davon inspiriert führt und zur Waffe greift und das, was Sie hier gerade machen, dann in eigener Hand richtet. Das ist das, was Sie damit anrichten. Das ist die Verantwortung, die Sie tragen. Ich bin nicht bereit, das länger hier so hinzunehmen, wenn Sie hier blanken Rassismus an diesem Pult verbreiten. Zu einer Erwiderung hat Herr Schulz das Wort. Ich weise in aller Deutlichkeit den Vorwurf des Rassismus zurück.
immer wenn die sogenannten demokratischen Parteien wenn den sogenannten demokratischen Fraktionen die Argumente ausgehen, kommt immer ein Rassismus oder ein Nazi-Vorwurf. Wir als demokratiefördernde Fraktion bieten Lösungen zu allen Themen, und unter anderem auch zu den Themen, was die Migration angeht, die illegale Immigration. Und wenn wir die Wahrheit ansprechen, reagiert ihr auf die Wahrheit allergisch und nicht wir. Das Problem ist nicht bei uns, sondern bei euch. Also ich möchte doch bitten, wir sind hier in einem Parlament und wir duzen uns nicht und wir lassen uns schon gar nicht von Ihnen duzen. Ich bitte darauf, bitte Acht zu geben zukünftig. Als nächstes erteile ich Frau Förster-Heldmann von Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Dass eine der zentralen Aufgaben die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist, ist unbestritten. Darüber reden wir schon seit Jahren. Und was ich an der Stelle auch festhalten will, diese Landesregierung redet nicht nur darüber, sondern sie tut es auch. Und in vielen Gebieten, und das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich davon ausgehe, dass auch Sie mit offenen Augen durch die Städte und die Ballungszentren gehen und eigentlich schon sehen, wie sich die Städte in den letzten Jahren verändert haben. Natürlich zum Schlechten teilweise. Prekäre Situationen will ich nicht in Abrede stellen. Das mal vorne weggestellt. Aber ich will schon auch noch einmal sagen, in den urbanen Gebieten ist dazu enorm viel geschehen. Nehmen Sie mal das Beispiel Offenbach, Frankfurt und natürlich Darmstadt. Zehntausende Wohnungen in Planung oder schon gebaut. Das Hafenviertel in Offenbach, Lincoln in Darmstadt sind nur Beispiele. Aber sie stehen dafür, dass Kommunen und Land gemeinsam daran arbeiten, dass alle Platz finden. Und dass auch alle Platz teilen müssen, auch das ist ja eine Botschaft, die mittlerweile in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft angekommen ist. Gemischte Viertel, ein Mix aus Eigentum, Mietwohnungen und sozialem Wohnungsbau. Das ist das, was moderne Viertel darstellen. Alternative Wohnformen und auch Wohnmöglichkeiten für ganz niedrige Einkommen, wie zum Beispiel die neue Wohnraumhilfe, die mit der WI-Bank zusammen ein Haus in Passivhausstandard geschaffen hat und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern 2,50 Euro als Miete abverlangen kann. Auch das gibt es. Und auch die alten Siedlungen gehören dazu, neben der Aufgabe der energetischen Sanierung. Na ja, gut, jetzt hat es auch der Letzte verstanden, wie wichtig das ist. Auch neben der energetischen Sanierung ist die Anpassung an veränderte Gesellschaft wichtig. Dadurch werden Quartiersläden, Kiosks, Biotope mit viel bürgerschaftlichem Engagement entstehen diese. Und das gibt es alles. Und natürlich werden diese Dinge auch alle von den Kommunen und auch von der Landesregierung unterstützt. Und natürlich wird es von den Wohnungsbaugesellschaften unterstützt, die in allen Bereichen, das ist nicht nur die Nassauische Heim, das sind die anderen, auch die Kommunikation mit ihren Mieterinnen und Mietern in den Quartieren sucht. Und so wird eben Nachverdichtung auch möglich gemacht. Und die Rückeroberung der öffentlichen Fläche für alle Bürgerinnen und Bürger, eben nicht nur für die Mobilisierten, auch das gehört dazu. Und ja, es wäre sinnvoll, da gehe ich jetzt mal auf Ihren Antrag ein, ja, es wäre sinnvoll, wenn jede größere Kommune eine eigene Wohnbaugesellschaft hätte.
oder auch jeder Landkreis. Aber was tun, wenn sie sich nicht einigen können? Wie z. B. der Landkreis Darmstadt-Dieburg hat vor Jahren versucht, so etwas auf die Beine zu stellen. Es ist ihnen nicht gelungen. Sie sind einfach nicht zusammengekommen. Auch das gehört leider zur Wahrheit dazu. Stattdessen sehen die Zahlen in der nächstgrößeren Stadt jetzt so aus, dass von den 1.800 Bewerbern, die sich um eine Sozialwohnung bewerben, allein 500 aus dem Landkreis sind. Auch das haben wir zur Kenntnis zu nehmen. Oder nehmen Sie einmal die Hafen City Offenbach. Mit wie viel Kreativität es dahin geschafft worden ist, attraktive, geförderte Wohnungen direkt am Fluss zu bauen. Ich meine, da fehlt noch der ein oder andere Nebensatz, aber auch dieses Bild sollte man jetzt mal stehen lassen. Und es sind geförderte und Sozialwohnungen. Und alle strengen sich an. Alle versuchen zu ermöglichen. Und ja, die neue Gemeinnützigkeit wäre hilfreich. Und ja, wir wollen mal schauen, was die Bundesregierung da hinbekommt. Ich bin zuversichtlich. Aber zumindest langfristig, was aber zumindest nicht, langfristig nicht funktioniert, ist die Schaffung von neuen Wohngebieten, mit denen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister versuchen, junge Familien aufs Land zu ziehen, indem sie versuchen, das alte etablierte Bild von Haus, Rasen außenrum und Carport daneben, das wird nicht mehr funktionieren. Und wir haben natürlich im ländlichen Raum eine ganze Menge Möglichkeiten. Es gibt, wenn man genau hinschaut, eine Menge bebaute Flächen, die sozusagen nach einer Umnutzung schreien. Und sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, da müssen wir auch noch einmal ganz genau nachschauen. Und es reicht nicht aus, wenn es immer darum geht, mehr Bauland zu schaffen und möglichst viel Freiraum zu generieren. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Aber auf eines will ich noch eingehen. Die Behauptung, der soziale Wohnungsbau stagniert, ist einfach nicht richtig. Es ist einfach nicht richtig. Schauen Sie sich die Zahlen an, und wenn Sie sagen, der Frankfurter Bogen spielt eine nachrangige Rolle, das stimmt alles überhaupt nicht. Es ist so, dass so viel gebaut worden ist in den letzten Jahren wie selten zuvor. Und warum stagniert denn die Bauwirtschaft? Weil sie sozusagen ausgepustet ist. Und Frau Barth, wenn Sie sagen, wir haben einen Antrag dazu gestellt, wie wir diese Probleme lösen können. Ja, Sie haben einen runden Tisch gemacht, das ist gefordert. Der wird ja jetzt auch gemacht, wenn ich richtig informiert bin. Aber es ist doch keine Lösung des Problems, dass sich die Baustoffe verteuern, dass wir keine Facharbeiter haben. Und bei allem wird geschrien, dieser Minister macht es nicht richtig. Also es muss Ihnen doch selber auffallen, dass da was nicht stimmt. Frau Förster-Heldmann, lassen Sie eine Frage der Kollegin Barth zu? Und ich sage zum Schluss, wir müssen uns von den alten Traditionen verabschieden. Die Vorstellung, wie wir in der Vergangenheit Gesellschaft organisiert haben, passt nicht mehr auf die heutige Zeit. Das haben wir ja bei dem einen oder anderen Redebeitrag in den letzten zwei Tagen auch bemerkt. Wir brauchen alle Akteure auf dem Markt. Und das bedeutet, dass wir die einen fördern und die anderen nicht verschrecken. Auch das gehört doch zur Wahrheit dazu. Wir brauchen sie alle. Wir können uns doch überhaupt nicht leisten, Akteure auszugrenzen, sie sozusagen zu gängeln und zu sagen, das wollen wir nicht, wir wollen nur die andere Seite. Leute, so wird es nicht funktionieren. Und wenn Sie mit dem Meisterbonus anfangen, ja, wovon träumen Sie denn nachts? Sie träumen doch nicht wirklich davon, dass der Meisterbonus unser Fachkräftemangel beheben würde und dass die, die sich um Meisterbonus bewerben werden, am Ende auch in der Bauwirtschaft sind. Also, da würde ich mir ein bisschen mehr Realitätssinn wünschen. So. Ja, und da, den Zwischenruf habe ich gehört, ich gehe auch darauf ein, und ich glaube nicht, dass das Mittel, das Sie da ziehen, da hilfreich ist. Da gibt es ganz andere Mechanismen, und ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass dieser Minister und diese Landesregierung genau daran arbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus